Liebe ist rot, schreibt die SPD und setzt auf große Gefühle und auf Olaf Scholz. In diesem Hamburger Friseursalon lacht er einem schon lange von Fotos entgegen. Friseur Becet Algan kennt Scholz, seit beide in den 80ern gemeinsam für die SPD in Altona geworben haben. Er fehlt hier in Hamburg, aber Deutschland braucht ihn auch. Das Viertel gehört zu Scholz' früherem Wahlkreis. Und sogar mancher Haarschnitt erinnert hier an Olaf, wie sie ihn nennen. Algan hat immer an ihn geglaubt und gleich darauf gewettet, dass er mehr als 25% holt. Ich kenne Olaf gut. Olaf wie eine Biene. Er arbeitet Tag und Nacht. Und besonders, wir sind glücklich, wenn ein Altonaer jetzt ganz in Deutschland regiert. Doch für genug Wählerstimmen braucht es die Basis. In Altona ist Uschi Wiechel unterwegs. Sie unterstützt Matthias Bartke, der den Wahlkreis von Scholz übernommen hat. Dass es endlich bergauf geht und das mit Scholz, motiviert sie. Für die lokalen Anhänger ist das natürlich toll. Das wäre ein doppeltes Sahnetüpfelchen. Den Rückenwind genießen sie hier in Hamburg, vom ersten Bürgermeister bis zum Bundestagskandidaten. Der letzte Wahlkampf war genau andersrum. Da haben wir hoch gestartet und sind am Ende abgesackt. Das war nicht schön und wir finden es besser so rum. Angst, noch eingeholt zu werden, haben sie hier nicht. Beim Straßenwahlkampf der CDU in Bonn kommt zum Gegenwind in den Umfragen heute noch Starkregen dazu. Der Ortsverein im Stadtteil Endenich gehört zu den jüngsten überhaupt. 10 Tage vor der Wahl gibt man hier noch mal alles. Vor allem erstmal nicht aufgeben, weitermachen. Die Motivation hat nicht nachgelassen. Jetzt ist ja gerade der Endspurt, deshalb noch mal richtig loslegen. Sowohl für unseren Kandidaten als auch für Armin Laschet und die CDU. Die Situation war noch nie so volatil wie im Moment, noch nie so sehr wie bei dieser Bundestagswahl. Insofern, wir kämpfen bis zum letzten Tag, um jede einzelne Stimme. Und der Wind der Veränderung weht auch durch Bonn-Endenich. Nicht jeder hier kann dem Bundestagswahlkampf der Union etwas abgewinnen. Hat viele Brüche. Dann wird ein Team vorgestellt, dann wird die Gegenpartei angegriffen. Ich finde den nicht immer sachlich. Und so kämpfen sie im Ortsverein nicht nur für den eigenen Wahlkreiskandidaten, sondern auch für einen anderen Stil im Wahlkampf. Wir haben uns zum Beispiel hier bewusst entschieden, eben nicht Gegner anzugreifen, weil das einfach kein Ton für einen Wahlkampf ist, den wir für gut befinden. Zurück in Hamburg. Uschi Wiechel und ihre Parteifreundin sehen sich auf der Zielgeraden. An diesen Prozenten ungefähr zweifle ich nicht mehr. Aber was dann kommt, ist ja, wer mit wem. Mögliche Koalitionen sind auch auf der Straße immer wieder Thema. Einmal haben wir hier am Bahnhof verteilt, da war einer, ja, aber mit den Linken koaliert ihr schon, ne? Und dann letztens war auch eine, die war schon so, also die wollte wirklich hören, dass wir eigentlich pro Linke sind. Scholz hat für ein Linksbündnis hohe Hürden genannt. Ein Fehler, sagen sie hier. Offenen Streit will man jetzt aber vermeiden. Na, was früher die Spezialität der SPD war, sozusagen sich ordentlich zu spalten und öffentlich zu bekriegen, das macht eben jetzt die CDU. Bei der SPD hoffen sie, dass der Frieden bis zur Wahl hält. Im Bonner Stadtteil Endenich bleibt der Straßenwahlkampf an diesem Tag ein hartes Brett. Darf ich Ihnen einen Flyer mitgeben? Auch nicht. Echte Gespräche sind heute eher die Ausnahme. Diese Anwohnerin sorgt sich um den Klima- und Naturschutz. Es geht ja im Endeffekt gar nicht mehr darum, ob wir Klimaschutz machen oder nicht, sondern wie. Wir haben ein Konzept dafür, wie wir dafür sorgen können, dass wir auch immer Energie zur Verfügung haben. Und aber auf der anderen Seite eben auch gucken, wie geht es unserer Artenvielfalt, wie geht es unserer Natur. Klimaschutzmäßig bin ich da d'accord, ja, auf jeden Fall. Das fand ich schon gut, aber es hängt ja noch vieles andere an Ihrer Partei. Wie fällt denn so die Bilanz aus jetzt? Wenn man mal ins Gespräch kommt, dann ist es schon so, dass zumindest nicht totale Ablehnung rüberkommt. So das letzte Gespräch war halt schon positiv, wenn man auch das Gefühl hat, okay, man kann rüberbringen, was man gerade versucht, an Inhalten zu vermitteln. 2 Stunden Wahlkampf im Regen gehen zu Ende. Sollte die Union am Wahlabend eine Niederlage einfahren, am Einsatz vom Ortsverein Bonn-Endenich hat es nicht gelegen.